Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kerkhoff, Sie haben Aufbruch, neuen Aufbruch, mehr Einsatz gefordert. Die Chance, dies jetzt in den Haushaltsberatungen zu tun, haben Sie ja verpasst. Ich habe keinerlei Vorschläge von Ihnen bislang gehört, wie Sie es denn, glaube ich, besser machen zu glauben. Und Herr Alder, Ihr Hohelied, Ihr wiederholtes Hohelied auf die Integrität der Unternehmerschaft. Okay, Sie sind ja auch, Sie gehören zu dieser Gruppe der Gesellschaft, die ja auch wirklich gute Arbeit leistet, aber Sie blenden komplett aus, Herr Alder. Sie, ja, das tue ich auch jetzt. Hören Sie einfach mal zu, ich tue das. Ich mache das ganz ehrlich. Sie blenden völlig die Situation aus, die wir im Moment in unserer Gesellschaft zu beklagen haben, nämlich wir haben steigende Unternehmensgewinne, super, wir haben sinkende Arbeitslosenzahlen, gleichzeitig wächst bei uns das Heer der Armen, der Leute, die von ihrer Händearbeit nicht leben können. Das blenden Sie komplett aus. Wir tun das allerdings nicht, und mit dem Haushalt 2016 werden wir für die Menschen im Land wichtige und bewährte Projekte fortführen. Für die soziale Inklusion und zur Bekämpfung von Armut und Diskriminierung werden wir rund 32 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Hierzu gehören Programme wie Jugend in Arbeit Plus, die öffentlich geförderte Beschäftigung und die Beförderung von erwerbslosen Beratungsstellen und Arbeitslosenzentren. Kein Abschluss ohne Anschluss ist ein wichtiger Baustein für junge Menschen bei der Berufsorientierung, und das gehört halt auch zur Sicherung einer guten Zukunft. Im Bereich des Sozialhaushalts möchte ich insbesondere die Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut, Hilfen in Wohnungsnotfällen und den Härtefallfonds Alle Kinder essen mit nennen. Mit knapp 4,3 Millionen Euro sollen Projekte gefördert und finanziert werden, die den Armen in unserer Gesellschaft zugutekommen. Und die Gründe für Armut sind vielfältig. Armut Einzelner werden wir nicht zu 100% beseitigen können. Das ist sicherlich auch sicher. Aber ich möchte einige Ursachen benennen, gegen die sehr wohl etwas getan werden kann. Dazu gehört mangelnde Bildung, schlechte Arbeitsentgelte, krankmachende Arbeitsbedingungen. Das sind auch Punkte, die zu Armut führen. Nach wie vor ist in Deutschland die soziale Herkunft entscheidend für den Schulerfolg, und jeder Euro, den wir da hineinstecken, das wird auch von Ihnen, von der FDP und auch der CDU immer wieder angezweifelt. Jeder Euro, der dort für individuelle Förderung investiert wird und eingesetzt wird, ist gut angelegt. Die Bundesregierung, das muss man an dieser Stelle sagen, versagt, und das werde ich immer wiederholen. Die Sozialarbeit, die zuführende Sozialarbeit an Schulen ist Aufgabe der Bundesregierung im Rahmen des Bundes- und Teilhabepakets und nicht Aufgabe des Landes. Und dennoch, weil uns diese Aufgaben eben sehr wichtig sind und sie erfüllt werden müssen, dennoch haben wir uns hier im Land bereit erklärt und haben es geschafft, diese Mittel für die nächsten 3 Jahre in den Haushalt einzustellen, um diese Arbeit eben weiter fortführen zu können. Und wie sieht es denn in den Unternehmen aus? Arbeit, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, Arbeit wird nicht immer anständig bezahlt. So gibt es Menschen, die von dem Gehalt, das sie für ihre Arbeit bekommen, ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Das sind dann die sogenannten Aufstocker, die zusätzlich Leistungen nach dem SGB II, also Hartz IV, erhalten. Arbeitsbedingungen führen zu Erkrankungen und psychischer Erschöpfung von Arbeitenden. Steigende Zahlen im Bereich der psychischen Behinderung sprechen hier eine deutliche Sprache. Und die Folgen sind Soziallasten, die die öffentliche Hand respektive die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu tragen haben. Es macht wenig Sinn, immer nur die steigenden Soziallasten zu beklagen. Sinnvoll wäre es, die Ursachen zu beheben. Dafür haben wir im Einzelplan viele Ansätze. Unter anderem gehört natürlich auch die Weiterentwicklung im Bereich der Inklusion, der gesellschaftlichen Inklusion. So werden die Rechte von Menschen mit Behinderung werden wir stärken. Für Kommunikationshilfen im Inklusionsstärkungsgesetz werden 400.000 Euro zur Verfügung gestellt. Und so können Teilhabemöglichkeiten von behinderten Eltern an Schulen und Kindertagesrichtungen ausgebaut werden. Das ist im Übrigen, was man höre und staune nach der Inszenierung, die Sie gestern hier mit Ihrem Antrag zu Gebärdensprachdolmetschern hingelegt haben. Erstaunlich, dass das im Fachausschuss von Ihrer Fraktion, der CDU, abgelehnt wurde.
Die Förderung der Betreuungsvereine wird um 1 Million auf insgesamt 2,7 Millionen aufgestockt. Eine wichtige Maßnahme gerade für die Menschen, die zur Bewältigung ihres Alltags Unterstützung brauchen und denen dann eben ein Betreuer oder eine Betreuerin zur Seite gestellt wird. Diese wichtige Unterstützungsarbeit wird auch von Ehrenamtlichen übernommen, die wiederum von den Betreuungsvereinen unterstützt wird. Und wir werden die Finanzierung also ausweiten und auf eine kombinierte Basis- und Prämienförderung umstellen. Und wir wissen, dass das von den Betreuungsvereinen gewünscht ist und auch sehr honoriert wird. Außerdem sieht die Ergänzungsvorlage zum Haushalt für das Jahr 2016 vor, dass wir insgesamt 5 Millionen für einen Unterstützungsfonds zur Verfügung stellen, durch den Menschen, die als Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe Leid und Unrecht erfahren haben, entschädigt werden. Das ist eine logische Folge unserer gemeinsamen Bemühungen. Ich hoffe, dass Sie wenigstens das nicht ablehnen werden von CDU und FDP. Das ist eine Folge der gemeinsamen Bemühungen hier im Hause. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Krieg und Terror machen Millionen von Menschen zu Flüchtenden. Viele dieser Menschen kommen zu uns, um hier Schutz zu suchen und in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Diese Aufgabe haben wir zu bewältigen, und wir werden diese Aufgabe auch bewältigen. Alle, die da meinen, dass dabei ihnen etwas weggenommen wird, sollten hier einmal ganz genau zuhören. Wir in der rot-grünen Koalition. Wir handeln zum Wohle aller Menschen in diesem Lande. Dieser Haushaltsplan beweist das. Meine Fraktion wird ihm natürlich zustimmen. Recht schönen Dank.